alles leer hier? Wo sind denn eigentlich die Studenten? Semesterferien. Alle Hörsäle sind leer, die Studenten sind weg. Und was machen eigentlich die Dozenten in der vorlesungsfreien Zeit? Wir sind an der Uni Mainz und fragen nach. Herr Seiler, was machen Sie in der vorlesungsfreien Zeit, wenn die Studenten alle nicht da sind? Ja, in den Semesterferien hat man eben zum ersten Mal dann im Jahr Zeit, überhaupt richtig zu arbeiten. Also wenn die Studenten alle weg sind, dann versuche ich einerseits meinen Schreibtisch aufzuräumen, um überhaupt zu sehen, wie viel Arbeit liegen geblieben ist während des Semesters. Das andere ist, dass man eben versucht, lang überfällige Forschungsaufgaben zu erledigen. Das heißt, man schreibt Artikel und so weiter, wozu man normalerweise nicht kommt. Ja, erstens sind die Studenten ja nicht weg, sondern die arbeiten fleißig an ihren Hausarbeiten. Wir hatten jetzt gestern die offizielle Abgabe und bis dahin sind auf jeden Fall regelmäßig Studierende in die Sprechstunde gekommen und vor allem auch ganz viel E-Mail-Kommunikation. Herr Lamping, wie vertreiben Sie sich die Ferien, wenn die Studenten mit Praktika, Hausarbeiten und Urlaub beschäftigt sind? Also am meisten vermisse ich erstmal die Studenten. Wir müssen Prüfungen abhalten, wir müssen Hausarbeiten korrigieren, wir müssen Vorträge vorbereiten, wir schreiben Aufsätze, wie Sie Hausarbeiten schreiben, wir bieten Sprechstunden an und alles das fällt auch in den Semesterferien an. Und wie schalten Sie dann ab, wenn Sie davon mal die Nase voll haben? Ja, wenn ich davon die Nase voll habe, wie schalte ich ab? Ich schalte durchaus damit ab, dass ich mich in ein Thema neu einarbeite, dass ich mich also auf ein neues, schönes Thema stürze. Zum Beispiel freue ich mich jetzt schon auch darauf, die Vorlesung fürs nächste Semester zu konzipieren. Also ich bin ein Wanderer. Ich gehe sehr gerne. Beim Gehen kann ich gut denken. Da fange ich auch oft an zu schreiben. Und ich versuche in meinem Urlaub richtig dicke Bücher zu lesen, zu denen ich sonst nicht komme. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, weil tatsächlich fällt mir gar nicht so richtig ein, was ich zum... ich koche gerne. Das klingt total hauspacken und blöd, aber tatsächlich ja. Also ich glaube, abends koche ich gerne. Ansonsten kommt man mit Kindern auch nicht so sehr zum Entspannen, ehrlich gesagt, wenn man zu Hause ist. Das heißt zwar Semesterferien, aber wie wir sehen, haben die Dozenten allerhand zu tun. Deshalb wünschen wir noch viel Spaß beim Arbeiten.